Weil State, Sie hätten es heute so bequem haben können. Sie hätten in Stockholm ja den Award hätten stattfinden lassen können. Sie haben sich aber auf den Weg gemacht. Warum ist Kroge heute und hier der richtige Ort für diese Zeremonie? Also St. Annas Stiftung hat mich schon immer interessiert. Ich war sehr neugierig. Wie geht es eigentlich? Was macht die St. Annas Stiftung? Und deswegen dachte ich, bei so einer Gelegenheit, dann besuche ich also auch Kroge. Ich war noch nie in der Gegend hier. Osnabrück, ja, aber nicht hier. Das ist eine wunderschöne Gegend, muss ich sagen. Und ich bin also begeistert, hier zu sein. Ich habe alle in der Leitung kennengelernt, auch die Schwestern habe ich kennengelernt. Und es freut mich, dass wir heute hier sein durften. Und da habe ich jetzt auch das Wohnheim besucht und viele von den älteren Patienten auch sich mit ihnen unterhalten. Und was sehr, sehr nett war. Wir haben auch Kaffee getrunken. Und, aber ich muss sagen, die Veranstaltung oder wollen wir sagen, die Preisübergabe war eine sehr schöne Zeremonie. Und ich möchte St. Anna Stiftung gratulieren, weil das ja eine sehr wichtige Aufgabe ist, die jungen Menschen zu begeistern, dass sie auch Ältere pflegen und sich der Älteren widmen. Und das ist nicht eine ganz einfache Aufgabe, aber eine sehr, sehr wichtige. Und deswegen bin ich gekommen. Was ist die Message dieses Awards? Ja, also diese Queen Sylvia Nursing Award war ein Geschenk zu meinem 70. Geburtstag. Und das ist natürlich ein Schlüssel, eine Möglichkeit, die jungen Menschen zu begeistern, diesen Beruf zu wählen. Und das ist heute das 5. Jahr. Und ich freue mich also sehr, dass auch Deutschland dabei ist. Polen ist dabei und Finnland und Schweden natürlich auch. Und was sehr interessant ist, ist, dass wir haben diese jungen Menschen gebeten, mit Ideen zu kommen. Ideen, wie kann man denn die Pflege von diesen Patienten, von den älteren Dementen, wie kann man die verbessern? Und diese jungen Menschen, die sind also mit ganz tollen Ideen gekommen. Es sind also jetzt 4000 Ideen. Und zum Beispiel eine, die hatte gesehen, dass sich sehr viele verletzt haben, wenn sie hingefallen sind. Vielleicht haben sie einen Beckenbruch oder sind dann gestürzt. We have to shut the door, please. Sorry. Ja. Nee, und da war also eine dieser jungen Menschen, die ist also mit einer Idee gekommen, nachdem sie gesehen hat, dass viele gestürzt sind und sich verletzt haben. Vielleicht einen Beckenbruch oder ja, so. Und dann hat sie einen Gürtel entwickelt. Nicht? Also wie man auch einen Helm hat. Dieser Kragen, da hat sie also einen Gürtel entwickelt, der sehr hübsch ist, den man also ohne Probleme benutzen kann. Wenn man überstürzt, dann wird das ein Airbag. Nicht? Und das natürlich hilft den Menschen, und, sodass sie nicht den Becken brechen oder so. Da haben die also wirklich ganz ausgezeichnete Ideen. Eine der jungen Damen, die hat also die Idee gehabt, einen Fanclub zu machen. Mit jungen Menschen, die diesen alten Dementen Briefe schreiben. Nicht? Viele sind ja alleine und einsam. Und dann plötzlich kommt ein Brief von einem jungen Menschen, der fragt, wie war dein Leben, was hast du gemacht, wie war das Jahr 1924 oder 24 oder 23. Und so. Sodass sie also auch ihre Geschichten erzählen können. Das ist also eine sehr, sehr schöne Idee, die diese junge Dame gehabt hat. Und so haben wir 4000. Majestät, die Pflege von alten Menschen und insbesondere die Pflege von Menschen mit Demenz ist eine große gesellschaftliche Aufgabe. Was macht für Sie gute Pflege aus? Also das ist eine ganz tiefe Frage, eine große Frage, eine schwere Frage. Ich denke da am meisten an meine Mutter, die also auch leider Demenz hatte in den letzten Jahren ihres Lebens. Und da habe ich mir auch immer wieder die Frage gestellt,
was kann ich machen? Wie kann ich ihr Leben erleichtern? Wie kann ich ihr auch einen Wert geben, eine wertvolle Tätigkeit auch? Und das glaube ich auch sehr, sehr wichtig, dass die nicht nur die körperliche Pflege haben, aber dann auch die geistige Pflege, aber dann auch, dass sie ein wertvolles Leben noch haben, dass sie ihnen Freude gibt, dass sie Wärme gibt, ihnen aber auch das Gefühl haben, dass sie eine Verantwortung haben. Zum Beispiel in Japan habe ich ein Dorf besucht und da haben sie ein Altersheim gehabt. Und die Gruppe, die hat die Verantwortung für den Park gehabt, sodass jeder, der vorbeikam, sagte, der Park heute war wunderschön und die Blumen, die du gepflanzt hast, und das sieht so gepflegt aus. Ihr habt da Rasen gemäht und so. Und da habe ich gesehen, wie wichtig das war für diese alten Menschen, auch dement, dass sie also eine wertvolle Aufgabe haben, wo sie drauf stolz sein können, dass man bewundert. Und ich glaube, das macht die Pflege wertvoll, wenn man also alle diese Punkte zusammentut. Vielen Dank. Majestät, das war ja heute eine Werbeveranstaltung für die Pflege. Warum sollte ein junger Mensch in die Pflege gehen, eine Ausbildung machen? Das ist natürlich eine ganz persönliche Frage. Für mich ist das eine ganz wichtige Frage. Es ist eine Aufgabe, die einem doch sehr viel gibt. Ich muss sagen, wenn man Wärme, Herzlichkeit einer dementen Person gibt, kriegt man also auch das zurück. Das ist also eine Gemeinschaft, wird dann gebildet und man weiß, dass man diesem Menschen ein gutes Leben geben kann. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, aber es ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass auch für unsere Seele auch sehr wichtig ist. Also nicht nur für den Dementen, aber für uns auch, dass man diese Gemeinschaft zusammen hat und sich unterstützt, sich hilft. Also ich finde es schön, wenn diese jungen Menschen, wenn ich sie heute gesehen habe, wenn sie diese Entscheidung getroffen haben, das möchte ich machen. Da habe ich also volle Bewunderung und bin auch sehr dankbar. Majestät, mit welchen Eindrücken fahren Sie zurück nach Schweden, beziehungsweise welche Eindrücke nehmen Sie mit aus dem St. Anna Stift in Krobe? Eine positive. Ich habe viele getroffen, die mir sehr viel gegeben haben, die mir erzählt haben von der Stiftung, was sie machen und also auch die Bedeutung, die es hier in der Umgebung hat für viele, die hier wohnen. Ich habe ja auch das Wohnheim besucht und habe also auch gesehen, wie die Pfleger sich dieser alten Menschen mit Demenz annehmen und sie betreuen. Habe auch gesehen, wie sie ihnen, welche Unterstützung sie diesen dementen Menschen gibt, dass sie wirklich auch in einem Gespräch, zum Beispiel mit mir und mit anderen, teilnehmen können. Das war also sehr, sehr schön zu sehen, weil am Anfang ist das immer ein schwieriger Moment. Es kommt plötzlich ein Besuch. Wie soll man damit fertig werden? Und da haben die Pfleger das sehr gut verstanden, da eine nette Stimmung zu machen, eine herzliche Stimmung. Und man sieht, dass es ihnen gut geht, dass sie ein gutes Leben hier haben. Und die St. Anna Stiftung ist ja sehr schön. Jetzt haben wir kein Glück mit dem Wetter gehabt, aber ich habe den Garten sehen können, habe gesehen, mit welcher Liebe man den Garten pflegt. Und das sah sehr einladend aus, aber ich muss leider sagen, es hat ja gegossen. Aber ich komme wieder, wenn es schön ist. Mm-hmm.